Lieben, und willkommen zu unserem heutigen 15-Minuten-Workout. Wir machen das heute zusammen mit dem Boso-Trainer, weil so viele mich auch gefragt hatten, hey Anna, was ist das für ein pinker Halbball, den du da immer im Video rumstehen hast und den du hin und wieder anscheinend benutzt? Habe ich mir gedacht, ich mache jetzt auch mal ein Workout. Viele haben danach gefragt. Viele kennen den noch nicht. Das ist ein Produkt aus Amerika. Ich habe das erste Mal gesehen bei den Profifußballern. Dort wird es sehr, sehr viel mittlerweile verwendet, weil es die Tiefenmuskulatur besonders stärkt. Und Tiefenmuskulatur kennen viele vielleicht aus dem Pilates. Ist nicht nur wichtig allgemein, ja, einfach wenn man schöne Muskulatur entwickeln will, sondern eben auch für die Haltung, für die Gesundheit. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für all diejenigen von euch, die sich für den Boso interessieren. Ich werde ihn unten verlinken. Für all diejenigen, die keinen haben möchten, nicht schlimm. Ihr braucht ihn nicht unbedingt. Ihr könnt auch viele Übungen, ich werde euch das heute sagen, ersetzen. Entweder durch einen Gymnastikball ganz normal oder ihr lasst den Ball ganz weg. Dann habt ihr natürlich nicht ganz den Effekt von Tiefenmuskulatur, aber trotzdem ein super HIIT. Okay, 15 Minuten. Ich habe 5 verschiedene Übungen für euch und ganz Körper. Okay. Ich drücke auf den Knopf. 50-10 ist unser Motto. Und wir starten dann gleich. Die erste Übung, die ich mache, könnt ihr einfach ohne Gymnastikball, ohne nichts machen. Einfach in der Mitte den Boden benutzen, wie man das so macht. Und wir springen auf den Boden von Seite zu Seite und gucken, dass wir möglichst tief gehen. Und eben durch diese Instabilität, die der Boso hervorruft, wird eben die Tiefenmuskulatur besonders gestärkt. Man denkt am Anfang immer, man sieht besonders bescheuert aus nur. Aber es ist wirklich durch das Wackeln, muss der Körper eben ausgleichen und gucken, dass er seine Balance findet. Und dadurch werden eben diese speziellen Muskelfasern gereizt. Okay. Wir machen also unsere 5 Übungen, 5, 3-mal durch. Und haben dann ein super HIIT. Also gut. Und es brennt schon. Im Oberschenkel. Schön tief gehen immer. Ohne Ball geht es genauso gut. Einfach von Seite zu Seite springen. Schön tief. Okay. Wir machen Mountain Climbers. Auf den Ball. Auf den Boden meine ich. Zurücklegen. Und vorgehen. Auch das ist ohne Boso super. Hoch, zur Seite, tippen und Hüpfer. Und zur anderen Seite. Tippen, Crunch und Hüpfer. Andersrum. Zur Seite tippen und Hüpfer nach oben. Burpees. Wieder auch sehr gut ohne machbar. Oder mit Gewichten ist auch super. Wir haben dieses Gewicht vom Boso. Drehen den um und los geht's. Okay. Auf den Boden springen. Liegestütz. Und hochnehmen. Als Gewicht. Nach oben, Rücken gerade. Press. Und wieder runter. Rücken gerade. Schön Gleichgewicht halten. Könnt auch den Liegestütz erstmal weglassen, wenn es euch zu hart wird. Und hochnehmen. Puh.
euren Gymnastikball benutzen. Wir machen Zambosu. Schön an die Kante setzen. Und wir gehen ganz drum und ziehen uns wieder hoch. Und wieder ganz nach hinten lehnen, damit wirklich ins negative Crunch gegangen wird. In den negativen Crunch und hoch. Und runter. Schön nach hinten lehnen, den ganzen Weg auf eurem Gymnastikball oder Boso. Und runter. Kontrolliert, hier geht es wirklich nur um die Geschwindigkeit. Und wieder hoch. Und runter. Mein Hund will spielen. Mein komischen Teddy. Okay, wir sind schon in der Mitte. Fangen wieder von vorne an. Und Side-to-Side-Jumps. Nehmt doch die Hände ein bisschen mit, dann fällt es nicht so schwer. Rücken auch hier immer ganz wichtig gerade halten. Sprint. Weiter geht's. Geräusche während dem Atmen. Durchziehen. Kneifen. Okay. Nach hinten mit dem Boso. Und runter geht's. In die Plank. Und wieder. Crunch. Zur Seite tippen und Hüpfer. Crunch, zur Seite tippen und Hüpfer. Und nicht ablenken lassen von dem Tier. Crunch, zur Seite tippen, pop. Jumps. Okay, auseinander, kontrolliert in die Mitte und wieder auseinander. Gleichgewicht finden und wieder hoch. Schön locker landen, mit den Knien abfedern. Ich schwitze, ich hoffe, ich bin nicht die Einzige. So, wir enden das Ganze mit Crunch für die zweite Runde wieder.
an den unteren Rand setzen. Auch beim Gymnastikball, damit ihr schön rum könnt. Den ganzen Weg runterhängen und wieder hochziehen. Und hoch. Und wieder den ganzen Weg nach oben. Hier noch richtig mal den Bauch fühlen. Man merkt echt am ganzen Bauch, sowohl im unteren als auch im oberen Bauchmuskel. Den ganzen Weg runter. Und wieder hoch. Kontrolliert, nicht zu viel Schwung. Und hoch. Hände nicht hinter den Kopf, sondern wirklich mal an die Schläfen, damit ihr wirklich aus dem Bauchmuskel zieht und nicht irgendwie aus dem Genick oder so. Okay, letzte Runde. Letzte Runde. Konzentrieren. Wir ziehen das durch. Wir hören nicht zwischendrin auf und trinken was. Trinken könnt ihr am Schluss. Okay, letzte Übung, dann seid ihr entlassen.
schön weit zurück. Hände an die Schläfen. Nicht hinter den Kopf. Wir helfen nicht mit den Händen. Und runter. Und hoch. Und wieder hoch. Ganz weit nach hinten kommen. Und wieder hochziehen. Kontrolliert den Schmerz ignorieren. Und wieder runter. Und wieder hoch. So, wir haben es geschafft. Zusammen. Ich hoffe, das Workout hat euch Spaß gemacht. Mir auf alle Fälle. Es gibt noch so viel, unendlich viele Übungen mit dem Bosu. Ich werde da sicherlich noch mehr Workouts hochladen. Das war nur der Anfang. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Aber es gibt auch immer Alternativen, also keine Angst. Bis bald. Tschüss.